Ja, hallo, liebe alle. Wir sind heute wieder unterwegs, Svenja und ich, und sind jetzt gerade im Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin beim Begründet-Demo-Day. Hier sind quasi die wichtigsten, tollsten, interessantesten 28 Startups, die es gerade hier gibt von der Berliner Hochschulszene. Und wir sind heute hier, um uns das Ganze mal anzuschauen, um mal zu sehen, an was geforscht wird, und sind ganz gespannt auf die Gespräche, die wir heute führen werden. Wir sind Evergreen Food, wir machen Food. Wir haben seit gestern in unserem Online-Shop ein Produkt. Das ist nämlich das erste Bio-Algenöl aus der Chlorella. Sehr, sehr alt-evolutionär gesehen, hat den höchsten Gehalt an veganen Vitamin B12. Mein Vater hat vor 20 Jahren angefangen, Algen zu kultivieren, und keiner wusste, was macht man damit, und irgendwie war das komplett neu. Und ich habe Biotechnologie studiert und habe da lange mit gearbeitet und habe immer gedacht, das ist schön und gut, dass das so lecker ist, aber so wie es riecht und wie es aussieht, so möchte ich das nicht essen. Und deswegen wurde halt aus diesem Biotechnologie-Background wurden dann die Produkte entwickelt. Oh ja, sehr gut. Erzähl. Also wie ihr seht, wir machen hier Beton und wir integrieren lichtleitende Fasern in Beton. Für Architekten, Planer, Designer etc. kann man verschiedenste Betonteile fertigen und die verschiedensten Sachen auch mit diesen Glasfasern in der Oberfläche darstellen. Unser zweites Standbein, was wir gerade aufbauen, ist der Sicherheitsbereich. Das sieht man mal hier. Also sowas wird dann später mal so am Bahnsteig oder so verlegt sein. Und da kannst du man mit der intelligenten Steuerung, die wir dann auch mitliefern werden, verschiedene Programme abspielen. Also es kann dann an eine Datenbasis geknüpft sein, Cloud-basiert zum Beispiel zu gucken. Also nehmen wir mal an, der Zug fährt jetzt ein. Ja. Und dann wird dann schon angezeigt, okay, im Boden, wo hält der erstmal? Mhm. Dann wird zum Beispiel angezeigt, wo ist die erste und zweite Klasse, wo ist das Bordrestaurant? Bis hin wirklich dann auch also größer angelegt, wirklich Leitsysteme, die dann natürlich zur Entfluchtung etc. genutzt werden können. Sie sind Angio-Trainer von der Charité. Ja, wir sind der Angio-Trainer und wir sind dabei, die Ausbildung von Ärzten zu verbessern. Das Herzstück bildet ein 3D gedrucktes Gefäßmodell. Bisher läuft die Ausbildung von Ärzten am Patienten. Das kann man sich vorstellen, ist stressig für die Patienten und auch für den Arzt selber. Das ist die Hüfte, also die Leistengegend. Da geht man rein, weil es ist eine günstige Position. Das sind die Abgänge zum Gehirn. Jetzt schiebe ich den Katheter, kann ich jetzt hinterher schieben, auf dem Draht praktisch, der ist meine Führung. So. Und bis dahin ist noch alles relativ einfach. Ich muss noch ein bisschen weiter zurück. Und ja. Kardiologen und Radiologen lernen das in ihrer Facharztausbildung, sind eigentlich schon Ärzte. Und das ist eben von Anfang an so. Der Patient ist es sozusagen, am Patienten wird geübt. Was wir einfach machen, ist sozusagen den Faktor Patienten erstmal austauschen. Und es geht sogar so weit, dass man dann irgendwann sagen kann, weil dieses Gefäßmodell eben 3D gedruckt ist und von tatsächlichen Patientendaten abgenommen wird, kann man so weit gehen, dass man speziellen Patienten, also die Gefäßanatomie von einem speziellen Patienten auch ausdruckt und dann hier einsetzt. Okay. Operationsvorbereitend nennt man das. Also stellen Sie sich vor, eines Tages öffnen Sie Ihr Lieblingsmagazin und in diesem Magazin bewegen sich die Bilder. Das heißt, Autos fahren, Unternehmenslogos blinken, drehen sich im Kreis. Wenn Sie das sehen, ist es nicht Science Fiction, es ist unser Produkt in der Printwerbung integriert. Und was wir im Endeffekt machen, wir entwickeln eine Technologie, wie man Licht drucken kann. Wir sind CIOT, vor allem die zwei Gründer, Patrick Barkowski, verantwortlich für die Technologie, genau. Martin Ratajczak fürs Produkt, und wir wollen Papier revolutionieren. Ich habe auch gelesen, ihr könnt Animationen ins Print bringen mit diesen... Richtig. Auch der Strom. Der ist ja da drin. Genau, da ist eine ökofreundliche Batterie, wo der Elektrolyt halt nicht so sauer ist wie zum Beispiel Coca-Cola. Das heißt, der pH-Wert ist niedriger, man kann das entsorgen. Recyceln ist relativ wichtig. Und darüber hinaus arbeiten wir auch an einer Möglichkeit, das mit der Sonne zu powern. Das heißt, wir entwickeln OPVs und damit haben wir ein energieautarkes System. Dürfte ich Sie gleich fragen, von welcher Firma Sie kommen? Ich komme von der Firma Schmidt & Hensch in Berlin. Und Sie sind heute hier, weil Sie die Nähe zur Universität haben oder weil Sie konkret nach Startups Ausschau halten? Sowohl als auch. Also wir haben traditionell, weil wir Hightech-Betrieb sind, Kooperation mit Universitäten, und wir suchen Startups. Ich habe auch schon eins gefunden, wo es interessanten Kontakt gab. Also wir suchen neue Ideen. Je größer die Firma, desto mehr Prozesse hat man und desto unflexibler wird man. Ja. Und wir versuchen das speziell jetzt in Berlin ein bisschen aufzugreifen. Also so ein langfristiges Ziel ist, dass wir vielleicht so ein paar Startups bei uns im Werk ansiedeln. Wunderbare Ausstellung, viele Startups sind hier, und uns ist natürlich die Kooperation von Wissenschaft, also den Universitäten, den Fachhochschulen mit den Startups, mit Unternehmen extrem wichtig. Funktioniert die Vernetzung dann zwischen Wirtschaft und Wissenschaft bisher schon ganz gut? Was ist Ihr Eindruck? Ich glaube, dass das sehr viel besser geworden ist in den letzten Jahren.
dass man natürlich in dem einen oder anderen Bereich noch besser werden kann, aber dass sowohl die Fachhochschulen als auch die Universitäten sehr stolz auf das sein können, was in den letzten Jahren erreicht worden ist. Okay, wir haben jetzt einige Startups kennengelernt, sind wieder voller neuer Eindrücke und super cool, dass es auch in den Berliner Universitäten so viele neue Startups gibt und immer wieder jedes Jahr neue Startups dazukommen. Wir haben gerade noch mit Steffen Krach gesprochen, dem Staatssekretär für Wissenschaft, und sein Statement ist quasi auch unser Schlusswort. Und wir freuen uns darauf, immer wieder am Ball zu bleiben.